Okay. Wo fange ich? Achso. Hä? Ich muss das da öffnen, gell? Dann muss ich. So. Ah, okay. Und so. Aber leicht zu erkennen. Erst irgendwo hier oben. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Irgendwer, der leicht zu erkennen ist. Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer denn? Okay. Irgendwas bewegt sich da. Und ich muss es hacken. Okay. Dreh dich um, Püppi. Und blub. So. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Das war kein Ding. Kein Gelenk. Los, die Wände ist auf, Mann. Lol, ernsthaft? Nicht ewig verstecken. Ich bist du wirklich damit im leichten Sack nach Hause fahren? Oh. Lol. Kamera? Scheibe nicht mitzubringen. Auf mich wird gerade geschossen! Aus. Mach dir selber nicht das Leben. Schneidet ihm den Weg ab. Beißen zurück. Officer, ich oben. Hab Probleme. Munitionstasche. Okay. Jetzt schön die Hände zeigen. Den Deckung. Und war das nicht gedacht? So, komm her. Kann ich irgendwie nicht nehmen, okay? Deckung, vorrücken! Über die Seiten! Achtung, Schüsse! Ich brauche Verstärkung jetzt!
Steht euch vor! Whoa, what's that? Was ist das denn, Alter? Alter Schwede. Was für ein Vieh, Alter. Ja, klar. Ich habe gerade nur so ein Riesenviehblatt gemacht. Kommt ruhig noch mehr. Na, wo bist du? Oh mein Gott, Alter. Was für ein Vieh! Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihm machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Ruhig, wirst sehen. Tja, da haben wir den Herrn mal gezeigt, was seine Zukunft denn für Probleme machen würde, wenn er plaudern würde. Und nachdem wir gegen diesen Robo-Monster-Typen gekämpft haben. Ah. Hallo? Achso. Das CTOS sammelt also Informationen über jeden und es geht um Gedankenkontrolle. Da war mir das klar. Na dann. Tschüss.
Oh oh. Ja, wow. Bei dem Fahrskill kann ich wirklich aufgeben. Autsch. Ich würde gerne hier rauskommen. Na also. Go, go. Na dann. Ich glaube nicht, Tim. So, jetzt überlege ich gerade. Wo schalte ich Leute am besten aus? Da muss es mal auf irgendeine größere Straße. Frage ist, wo komme ich jetzt auf die Straße? Ich bin hier irgendwie in einem Gebiet, wo es kaum Straße gibt. Naja, komm. Ah. Boah, ich glaube, ich habe einen Platten. Bin ich endlich wieder auf der Straße? Ja. Ich bin wieder nicht auf der Straße. Ah. Lol. Ich fahre sehr riskant. Wir haben ihn? Sehe ich aber anders. So. Ich finde die Karre cool, die driftet gut. Ah, da habe ich nicht genug Leistung für die Ampeln. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug Strom auf dem Handy oder so, kann das sein? Oh. Ja, glaubst du, ich fahre euch die ganze Zeit... Ach ja. Du willst das Thema neutralisieren? Ich habe mich gerade selbst neutralisiert. Wow. Okay. Jetzt aber weg hier. Weg. Hier kann man doch irgendwie abhauen über die Dinger, oder? War da nicht was?